Und damit hallo und herzlich willkommen zu Heilen der Tapferkeit Stufe 10. Wir brauchen noch so ein paar Zehner, um unsere Wertung nochmal raufzupfeifen. Ich habe gesehen, in der tyrannischen Woche habe ich echt sehr bescheidene Schlüssel. Oh, wir haben Beben dabei. Okay, gut zu wissen. Ansonsten rotzen wir erstmal einmal hier rein. Okay, wir haben auch die Geisterchen. Die Geister, die schlief, haben wir dabei. Natürlich sehr fehlhaft da so reinzustoppen, wie ich jetzt gerade. Aber wir können ihn hier nochmal lähmen. Und kann da. Oh, das hat jetzt so oft gekrittet, also wenn ich jetzt nicht erst am Schaden bin, weiß ich auch nicht. Sollte zwar egal sein, aber. Oh, 49.000? Ausschau halten, von wo kommt der erste? Von da hinten. Der zweite kommt von hier. Oh, da will ich nicht rein. Da will ich eigentlich auch nicht rein. Noch ein paar Notbutton für mich. So, der erste kommt da hinten und dann kommt der da. Deswegen einmal so weg, einmal hier zusammen und wieder raus. Lieber einmal keinen Schaden gemacht, als statt zu verrecken. Wobei, ich war wahrscheinlich kurz vorm Sterben. Lichtsäule einmal setzen. Dann kommen wir doch mal. Ist natürlich eine tyrannische Woche. Okay, in welche Richtung? In die? Ja, wir sind da. Ach, der Heiler Portmanner. So. Und eigentlich die Geister nicht oder so. Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, wie möchtest du denn bitte schon sehen, wer gerade zaubert? Wenn du dir die Leiste nicht anzeigen lässt. Hat eigentlich vollkommen recht. Aber ich sehe mir eigentlich immer denjenigen an, der die Mana-Leiste hat.
nochmal um. Könnte auch sein, dass wir jetzt hier drauf gehen. Ah. 4, 3, 2, 1. Das war nicht mehr weg. Hila dem Tod nahe. Wir mampfen trotzdem noch mal schnell was. Sind auch alle gestorben. Es war leider ein bisschen zu viel. Aber man hat ja immer mittlerweile einen Freitod mindestens. Also wenn man nicht gerade mega schlecht, wenn man in der Zeit liegt und so. Ja, ich bin fixiert. Ich wäre aber den Kerl nicht, der auf mich fixiert ist. Deswegen scheiß drauf, einfach reinkotzen. Ja, ich habe immer noch kein Kehbein, ich weiß nicht, wie das geht und ich könnte wahrscheinlich auch viel mehr mit Makros arbeiten. Es gibt Situationen, da muss man einfach nur reinrotzen. Das war jetzt so eine Situation, da hat das sehr gut gepasst. Wir haben ziemlich viel, um unseren Schaden, den wir abbekommen, klein zu halten. Aus der Lichtinklusion sollte man rausgehen, die ist nämlich One-Shot. Die ist definitiv One-Shot. Ich weiß, sie sterben von selbst, aber wir sollten dann schon hin und wieder mal abstecken, beziehungsweise die Geister down machen. Ja, abstecken hatte ich jetzt wegen ihm. Und das ist Gott sei Dank nicht gesund. Ihr
Beastmaster Hunter ist mir auch sehr stark mit dem Schaden auf den Fersen. Beastmaster? Nee, das ist ein Marksman Hunter. Das war eh ein bisschen umkurven. Den nächsten kann ich wieder unterbrechen. Das Licht erstrahlt auf ewig in euch, Höja. So, ich habe auch gelesen seit dem letzten Update, dass der Gottkönig Skowald weniger RP macht. Würde ich das schon mal nicht verkehrt finden. Halt hier für Nahkämpfer ist der Boss echt shitty. Wobei die macht weniger Kugeln als der Boss selbst. Also als der Typ gerade eben. Sicher. Den kritten wir schön. Eieiei, auf Tyrannis sind die echt mal hart. Aber keiner ist gestorben. Wir haben immer noch nur unsere 6 Tode. Groß raus aus dem Wendekreis war. Wow. Ich dachte, ich hätte den gesandt, dann war das der falsche. Ich wollte den eigentlich, ja. Hört sie ihn um die Ecke? Ich denke mal schon. Kurz Zeit für einen Kaffee. Bleibt er drin? Er bleibt drin.
Habe ich kein... Ah, da Four. hinten. Man noch dieser Jäger am Leben. Er muss sterben. Komm leider nicht dadurch, solange der Geist noch lebt. Aber ich finde, wir liegen sehr gut in der Zeit an für sich. Ja, dass sie das genau in dem Moment gemacht hat. Wo ich dadurch vorkomme, ist schon wild. Okay, ich bringe die ganze Zeit noch Viecher mit. Weil ich dann doch ein bisschen kacke R&D-Schaden mache. Aber gehen wir mit in die nächste Gruppe. Oder zum Boss. Wieder auf die Taste gekommen für... Okay. Ja, der Tod geht wahrscheinlich eher auf mich. Aber der Demon Hunter hätte vielleicht auch mal abspotten können. Jetzt lebt nur noch der Demon Hunter. Mal gucken, ob er es durchzieht. Ne. Gott sei Dank zieht das nicht durch. Ich denke, wir können ja einmal den hier machen. Reparieren. Ja, das ist halt manchmal, sollte man sich auch als Tank nochmal umgucken, ob nicht vielleicht gerade bei sowas noch was gepult worden ist. Klar, es war jetzt mein Verschulden, weil ich den Geist noch gekloppt habe. Aber da kann man sagen, was man möchte, auch wenn ich manchmal echt langsam war, was Puls angeht und alles drum dran. Habe ich trotzdem immer nach meinen Mails geguckt, dass alles noch da ist. Weil vor sowas sollte man eh immer gucken, vor dem Bosspull, ob alle da sind und alles drum und dran. Wir waren ja auch noch elendlich weit hinten, Alter. Da war ja der Weg abgeschnitten und alles.
manchmal kann man auch einfach stehen bleiben. Aber nicht immer. So, ich werde jetzt erst den Strahlenerlass machen müssen. So, Tanks soll vorlaufen. Ich hoffe, der pullt mich alle direkt zusammen. Ich hab die Akku von einem. Ich glaube, ich darf sie behalten. Doch, auf gar keinen Fall mich in die andere Richtung bewegen, also nach rechts jetzt. Weil sonst können wir ausgesehen auf die andere Seite, weil ich mit dem Blutgeruch natürlich auch nicht, aber das kann man ja wegwappeln. Aber mir ist wichtig, erstmal die Waffe wegzumachen. Durch Blitzschlag, Matthias! Bubble, ja, Bubble. Kommst du mal zu mir? Nee, danke, doch nicht. Na, der war ja easy. Aber der Klügere gibt nach in dem Fall. Der macht die mit. Okay. Haben wir den einer. Da kommt vielleicht der andere dann wollen er. Ah, zu spät gespannt. Sorry. Da. Wieder wird hier alles gepult. Kreuz und quer. Warum? Diesmal war es nicht meine Weihe. Wir müssen weg von diesen Viechern hier. Aber wir können doch durch.
Trotz Kampf? Okay. Gut zu wissen. Sonst wird mir gerade noch. Oh. Na komm, manchmal ist die Reichweite vom Paladin aber auch gering. Na komm. Der stirbt vorher. Gott sei Dank. So, ob das reicht, 85%? Ich glaube nämlich eher leider nicht. Wollen wir hoffen, dass der Tank seinen Job macht. Und das mit dem Schild drauf hat. Eure Klageschreie werden durch die Ewigkeit hallen. Langsam ein, das auf einmal vorkommt, wenn man hier lang aufwärts. Ach, den wollte ich eigentlich nicht. Anti-Mausklicker würden jetzt sagen, zack, K-Bein. Also alles gut. Nämlich, dass es ganz knapp nicht reicht. Irgendwo ein anderes Spawn? Nein, warte nicht. König Thor. Und es hat gereicht, okay. Du musst die Aegis wieder nehmen. Danke. Wenn sie die Aegis nicht auf freien Stücken übergeben, dann soll ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. Gebt die Aegis auf oder sterbt! Ich bin gerade erschrocken. Ich habe auf dem zweiten Bildschirm WhatsApp offen und jemand hat mich gerade gefragt, ob ich mich mit Stream ablenke, dann muss ich gerade mal glatt gucken. Nein, ich bin in der Aufnahme. Das ist zu weit entfernt. Ohne die Elke
weil es nicht mal wie Odin als CD ist, gehe mal davon aber aus, dass er auch kein leichtes Stückchen Arbeit sein wird. Erlauben nur auf ihn zu gehen, weil ich ein paar Fernangriffe habe. Mehr oder weniger. So, jetzt gleich ist wieder alles ready. Ich müsste mir auch mal Trommeln mit Spexer wieder kaufen. Für solche Fälle, dass wir halt keinen Kampfrausch dabei haben. Ich bin ja eigentlich ein fürsorglicher Paladin. Aber eigentlich könnte der Marksman mal kurz sein Biest rausholen und hauen. Höchst beeindruckend. Ich hielt die Kräfte der Valachar stets für unerreicht. Und dennoch steht ihr hier vor mir. Eine letzte Prüfung erwartet euch noch. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige. Habe ich eigentlich von hier irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Seit Äonen hatte ich keinen würdigen Gegner. Oh, da hat jemand sein Tier rausgeholt und BR gezogen. Das hätte nicht passieren sollen. Die Elemente gehorchen mir. Rot, 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 rot. Rot ist da hinten. Was haben wir noch hier? Der Ballett da hin. Wie der Meinige seid ihr nie begegnet. Kann ihn leider gerade nicht unterbrechen. Unterbrecht ihn, unterbrecht ihn. Ich bin außer Reichweite. Sehen wir, ob euer Verstand so scharf ist wie eure Waffen. Das habe ich jetzt gelb. 4, 3, 2, 1. Weil dieser Heiler die ganze Zeit durchgegangen ist. Ja, das war's. Fliegt niemals Schande, selbst in der Niederlage. Ein gewasteter Kay mal wieder. Lag aber jetzt nicht am Schaden, das lag eher daran, dass er hat nicht unterbrochen worden ist. Der war ja endweit von mir weg und ich musste aus diesem blöden Kreis raus, sonst hätte ich ihn noch gestunt, bis ich halt wieder rangekommen bin. Aber wir haben Hunter dabei und ein Hunter kann unterbrechen, zur Not durch trotzdem mein Pet oder sowas raus, keine Ahnung. Naja, aber er fließt in die Wertung mit ein.
Deswegen. Egal. Den machen wir jetzt platt. Trotzdem futter ich noch mal eben was. Raula hat 992 davon. Mal eigentlich wieder ein paar rumschicken. Seit Äonen hatte ich keinen würdigen Gegner. Lass den Kampf beginnen! Okay, ich bin direkt hier, sehr gut. Ihr könnt auch ein... Ah ja, wahrscheinlich ist KR gerade auf Abstimmungszeitpunkt hier. Wo ist der Wallet? Seid gewarnt, Champions. Ich werde nicht zögern. Das ist zu weit. Ich bin außer Reichweite. Sehen wir, ob euer Verstand so scharf ist wie eure Waffen. Okay, bis dato habe ich Heim der Tapferkeit immer gemacht. Jetzt hast du sie. Nein, Quatsch. Bemerkenswerte Kreaturen. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Questgegenstand. Okay, wofür denn Questgegenstand? Ich weiß aber auch nicht, wo der jetzt hingeflossen ist. Keine Ahnung. Ja, das war ein Wasted K. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich bedanke mich. Bis dahin. Hoffentlich der nächste In-Time. Danke. Ciao, ciao.